Was ist eine Misogi Challenge? Das erkläre ich euch heute und welche Benefits es für dich in dein Leben hat und warum du es unbedingt einmal ausprobiert haben solltest. Hi, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und heute möchte ich mit euch über das Konzept einer Misogi sprechen. Und was ist es, beziehungsweise wo kommt es her? Ursprünglich kommt es aus Japan. Da sind dann Mönche quasi im Winter zu den Bergen gegangen und haben sich unter halt einen noch fließenden Wasserfall gestellt als Ritual, um sich quasi reinzuwaschen, beziehungsweise auch als mentales Training. Und diese Idee wurde halt so ein bisschen verändert quasi für den Westen, weil wir halt nicht so viel eingefrorene Wasserfälle haben. Aber die Idee grundsätzlich quasi hier im Westen bei dieser Misogi Challenge ist die, dass man einmal im Jahr etwas unglaublich Krasses und Hartes macht, wo man quasi das ganze restliche Jahr von zehren kann, beziehungsweise einen mentalen Benefit von hat. Was heißt das jetzt genau? Also eine Misogi kann im Endeffekt alles sein. Du musst halt nur diesen zwei ganz, ganz wichtige Regeln folgen. Und die erste Regel ist, es muss wirklich einfach absolut krass, hart und herausfordernd sein. So dass du maximal eine Chance von 50% hast, dass du schaffen kannst. Oder beziehungsweise, dass du denkst, dass du schaffen kannst. Und du darfst nicht, oder beziehungsweise du solltest nicht dafür trainieren. Denn dann ist es nicht mehr etwas Unbekanntes, etwas Neues, was wir nicht kennen. Heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache für einen Marathon, also ich mache als Marathon eine Misogi, und du trainierst Monate oder Wochen lang dafür und kannst jetzt schon ohne Probleme 10, 15 Kilometer oder mehr laufen, dann ist es keine Misogi. Dann, wenn du jetzt schon so viel laufen kannst, dann solltest du überlegen, einen 100 Kilometer Marsch zu machen. Dann könnte es wieder eine Misogi sein, weil dann halt quasi das Verhältnis wiederum stimmt. So, und die zweite Regel ist, dass du gottverdammt nochmal nicht dabei sterben solltest. Und das meine ich wirklich ernst. Denn wenn du einfach mal schaust, okay, der Gründer quasi von der westlichen Misogi, der hat einmal diese Challenge gemacht, dass er mit einem Kumpel ans Meer gegangen ist. Und da haben die so einen riesengroßen, 30 Kilo schweren Felsblock gefunden. Und den haben sie halt quasi im Wasser positioniert, circa 2 Meter unter der Wasseroberfläche. Und die Idee war, diesen Stein zu bewegen, quasi vorwärts zu bewegen. 5 Kilometer quasi sollten die den halt quasi am Strand entlang vorwärts bewegen. Heißt, einer ist runtergetaucht, hat den Stein ein-, zweimal umgedreht und der andere hat oben Luft geholt und dann haben die sich quasi halt abgewechselt. Und selbst dafür haben die einfach verfickt ein paar Stunden gebraucht, um das schaffen zu können. Und ich meine, immer wieder runterzutauchen, sich an so einem Stein festzuklammern und den umzuschmeißen, da besteht durchaus die Chance, dass du da einfach mal kurz einen Blackout bei Chris und dann weg bist. Deswegen, Regel 2 ist wirklich scheiße ernst gemeint. Ganz besonders, wenn du halt wirklich versuchst, so etwas unglaublich Bescheuertes und Hartes und Anstrengendes zu tun. Und ich bin jetzt gerade hier in Mexiko, in Merida, habe mir überlegt, okay, was kann ich tun? Was kann ich heute persönlich für mich tun, um diese Challenge zu machen? Und ich dachte mir, okay, hier gibt es nicht so viel, was man machen kann. Beziehungsweise wo ich mir selber noch sage, okay, das traue ich mir irgendwie zu, ohne dass ich halt Regel 2 breche. Und weil ich jetzt über ein Jahr nicht mehr wirklich laufen war, dachte ich mir, okay, ein Marathon untrainiert ist schon eine richtig asoziale Nummer und habe mich dafür für einen Marathon entschieden. Und ich bin den alleine gelaufen, habe irgendwie um 2 Uhr tagsüber angefangen bei 30 Grad im Halbschatten und bin so 900 Meter Kreise um so ein Stadion gelaufen für Stunden. Mit Barfußschuhen und halt in Merida, wo Laufen per se nicht empfohlen wird. Ich bin hier in so ein paar Laufblocks gegangen, weil ich halt Laufstrecken gesucht habe. Und die gesagt, ja, gibt's ja eigentlich nicht.
Und generell sollte man hier nicht laufen wegen Luftfeuchtigkeit, kein Wind, 30 Grad, bla bla bla. So, und ich dachte mir, okay, das alles zusammengenommen ist richtig, richtig beschissen. Heißt genau richtig. Und ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich hätte echt nicht so ganz gedacht. Aber es ging irgendwie. Und ich habe irgendwie um die 6 Stunden oder sowas gebraucht. Ich glaube 6 Stunden 20. Also echt eine richtig beschissene Zeit für einen Marathon. Halbmarathon habe ich in 2:20 geschafft. Und danach bin ich einfach vollkommen abgekackt. Aber hey, untrainiert. Und wenn man einfach überlegt, nur ca. 0,001% der Menschheit laufen überhaupt Marathon. Finde ich das verdammt gut. Und einfach die Challenge, quasi die letzten 1,5 Stunden oder so überhaupt mich bewegen zu können. Ich möchte es nicht mehr als Laufen bezeichnen, weil wirklich die letzten 2 Kilometer, ich konnte echt nur noch quasi, wenn das meine Füße sind, mich so weit vorwärts bewegen. Ich hatte eine Pace von 3 km/h pro Kilometer. Ey, Katastrophe. Aber es ging. Es war richtig asozial, beschissen, räudig. Aber es hat geklappt. Und wenn ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen reflektiere über eben diese Challenge, habe ich einfach nochmal erkannt, kacke, Alter, krass, wie weit kann ich einfach mich, meinen Körper vorantreiben, einfach durch puren Willen, weil ich hatte nachher auch wirklich wo ich über Kilometer 30 oder sowas drüber war, ich hatte keinen Bock mehr aufzuhören, weil ich wüsste, die letzten Stunden, die ich mich vorher gequält hatte, wären umsonst. Und dieses Gefühl, dass alles umsonst gewesen wäre, das hat mich im Endeffekt vorangebracht. Und diese mentale Challenge einmal zu haben, beziehungsweise dieses Learning zu haben, wie weit du gehen kannst, was möglich ist, kann ich wirklich jedem einmal sehr, sehr, sehr empfehlen. Und wie gesagt, die Challenge ist ja nicht dafür da, dass sie Spaß macht oder dass sie irgendwie positiv ist in dem Moment. Der Benefit ist ja für danach, für dein restliches Leben, für die nächsten Tage, Monate oder Jahre. Dafür ist es gedacht. Heißt, freue dich so ein bisschen damit an, dass es asozial und scheiße wird und dass du keinen Spaß dabei haben wirst. Aber hab das Ziel vor Augen, fokussiere dich, atme, also atmen ist immer sehr, sehr empfehlenswert und hab irgendwas, wo du dich quasi mental dran festhalten kannst. Ob du sagst jetzt, okay, nochmal eine Runde, noch einen Kilometer, keine Ahnung, noch dreimal einen Stein rollen oder konzentrierst dich nur auf den Atem, hörst nur irgendeinen speziellen Track, was auch immer es ist, such dir irgendeine Hilfe, damit du das schaffen kannst. Und ja, ich bin total gespannt, ob das jetzt was für dich war, wo du sagst, okay, eigentlich habe ich keine Lust drauf, aber irgendwie klingt das doch ganz cool, ob du es schon mal gemacht hast. Ja, oder was jetzt einfach deine Gedanken dazu sind. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Spaß bei deiner anstehenden Missouri. Schreib gerne mal unten rein, wenn du sie gefinisht hast. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Good luck!